So, hi. Ich wollte euch heute mal zeigen, wie man denn so driftet. Da ich kein Millionär bin und Reifen relativ teuer sind, kann man am besten driften, wenn es so schön eisig ist wie heute. Wir haben heute den 18.01.2016, 4 Uhr früh, bei minus 8,5 Grad. Wie man sieht, eine wunderschöne Eisstrecke. Ich bin hier in der Nähe von Ohmbach am Main. Und wie man sieht, es ist ziemlich rutschig auf den Straßen. Mein kleiner 1er 525D. Automatikgetriebe ist das. Der hat laut Datenblatt 450 Newtonmeter. Und wie man sieht, man rutscht gut bei diesem Wetter. Also ja, man muss aufpassen, sprechen und sich aufs Fahren konzentrieren. Ist so eine Sache. So, jetzt sind wir wieder auf einer einigermaßen geraden Strecke, wo man Traktion hat. Also was ich euch einfach nur mal zeigen wollte, Winterfahrtrainings sind ja relativ teuer. Also wenn ihr die bei ADAC, ÖVP etc. bucht, seid ihr gleich mal mit 200-300 Euro dabei für einen Tageskurs, 400-500 Euro für einen Zweitageskurs und so weiter. Die bringen euch im Endeffekt aber nur das bei, was jeder vernünftige Autofahrer auch wissen sollte. Nicht zu schnell in Kurven fahren. Weil gerade bei Glätte ist auch mal ein wenig langsamer angehen lassen. Und vor allen Dingen auch, wie erkenne ich überhaupt, dass es glatt ist? Also es ist im Grunde genommen sogar relativ einfach zu erkennen, wenn es glatt ist. Gerade wenn es dunkel ist, die Eiskristalle funkeln. Ich weiß nicht, ob man das so gut im Video sehen kann, aber es funkelt ganz gut auf dem Asphalt, auch auf den optisch freien Flächen. Das heißt, auch auf den optisch freien Flächen liegt Eis. Ja. Und natürlich ein Hauptteil des Trainings besteht natürlich auch meistens darin, euch zu zeigen, was passiert eigentlich, wenn es rutscht. Das ist wahrscheinlich für viele von euch eine Horrorvorstellung, was passiert, wenn es rutscht. Das will, glaube ich, keiner im normalen Straßenverkehr erleben, wenn das nicht kontrollieren kann. Weil ihr drückt auf die Bremse und es passiert nichts. Absolut gar nichts. Oder ihr lenkt ein und es passiert nichts. Ich kann euch das jetzt mal kurz demonstrieren. Da vorne kommt wieder eine hübsche Fläche Eis. So. Ich lenke voll ein und es passiert erstmal relativ wenig. Wupp. Ja, wie gesagt, fahren und sprechen ist nicht ganz so einfach. Weil solche Situationen erfordern 100% eurer Konzentration. Ihr müsst gucken, dass ihr mit dem Gas genug dosiert, dass euch Heck zwar ausbricht, wenn ihr kontrolliert driftet, aber nicht zu sehr ausbricht, weil sonst macht ihr eine 180-Grad-Drehung. Die in den meisten Fällen eher kontraproduktiv ist, weil ihr dann einfach auf der entgegengesetzten Richtung auf der Fahrbahn steht. Ja,
Aber wie man auch sieht, wenn man zu viel Gas gibt, bricht das Heck von ganz alleine beim Hecktriebler aus. So. Und hier nochmal das Schöne. Ich lenke voll gegen und es passiert nichts. Das könnt ihr auch dann in dem Moment wenig mit Gas weg oder bremsen oder dosieren. Ihr rutscht dann einfach gerade dahin, wo Platz ist, wo die physikalischen Kräfte euch drücken. Das kleine, also wenn ihr mal im Winter die Möglichkeit habt, auf so einem relativ abgesperrten Parkplatz, also das ist hier mitten auf dem Feld eine relativ gemütliche, es ist eigentlich ein Parkplatz für ein Fußballstadion. Hier stehen normalerweise, wenn ein Spiel ist, zig Autos rechts und links. Solche Freiflächen eignen sich natürlich wunderbar, um mal selber so ein bisschen das Gefühl zu kriegen, was passiert denn, wenn es passiert? Beziehungsweise, was passiert denn, wenn ich rutsche? So, ich habe jetzt gar nicht großartig gebremst. Ich habe einfach nur gelenkt. Und wie man eben gesehen hat, er ist trotzdem ausgebrochen. Das passiert auch prinzipiell mit einem Fronttriebler. Nur müsst ihr wissen, Fronttriebler sind deutlich spurstabiler aufgrund der Bauweise einfach. Fronttriebler haben ja ihre ganze Antriebsenergie auf der Frontachse, sind dadurch ein wenig unsportlicher. Und vor allen Dingen auch weniger zum Driften geeignet. Man muss sehr stark mit der Handbremse ziehen, um die Dinger mal zum Driften zu bewegen. Ich bin früher mal den Opel Safira OPC meines Vaters gefahren. Das ist ein Fronttriebler. Es ist auch so eine typische Familienkarre. Und die zum Driften zu bewegen, ist ein relatives Ding der Unmöglichkeit, obwohl die Kiste an sich sehr gut abgeht. Ja, ich habe da gerade jemanden hinter mir, deswegen mache ich nicht ganz so schnell. Uhu. Ja, der wird sich wahrscheinlich jetzt auch gerade denken, was macht der Junge da? Weil ihr solltet bei sowas immer aufpassen, dass ihr keinen außer euch selbst gefährdet. Also wenn ich mal hier an die Seite kurz fahre, hier stehen Bäume, hier ist ein Graben. Das ist schon relativ suboptimal, wenn man nicht weiß, was man tut. Und wenn ihr in solchen relativ suboptimalen Gegenden unterwegs seid, fahrt langsam und tastet euch erstmal an euer Auto ran. Beziehungsweise an das Verhalten jenes. Wie man eben gerade gesehen hat, ich kenne mein Auto mittlerweile relativ gut. Ich habe jetzt bestimmt heute schon 2 Stündchen gedriftet auf diesem Parkplatz. Da weiß man irgendwann, wie sich das bei welchen Geschwindigkeiten verhält. Deswegen Empfehlung von mir an euch, probiert das auch mal mit eurem Auto aus. Schaden kann es nicht, wenn ihr es langsam angeht. Wenn ihr jetzt den fetten Audi A6 von Papi euch ausleiht, der seine gut und gerne 400-500 PS hat und damit dann hier durch die Gegend driftet, wird sich Papi wahrscheinlich über eine sehr hohe Werkstattrechnung freuen dürfen, weil ihr das Ding an die Wand gesemmelt habt oder an einen Baum. Ja, dass hier um 4 Uhr morgens jetzt 2 Autos auf einmal durchfahren, ist relativ ungewöhnlich, aber gut. Ja, also wie gesagt, die müssen sich wahrscheinlich denken, was hat denn der gerade eingeworfen? Oh, jetzt haben wir auch sogar noch Gegenverkehr.
Ja, den lassen wir jetzt erstmal kurz durch, weil das bringt nicht viel, wenn ich da jetzt vor dem rumdrifte. Das macht den nur narrisch. Ja. Und wuhu. So, jetzt sind wir wieder alleine. Ja. Also ich hoffe, das hat euch jetzt gefallen. Mal so ein kleiner Ausblick, was kann man auf so einer Winterstraße eigentlich anfangen? Also wie gesagt, ich kann es jedem ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Nicht nur, dass es eurer eigenen Sicherheit gut tut, wenn ihr im Straßenverkehr wisst, was Skelette ist und wie euer Auto sich dabei verhält. Das kann die 40-jährige Mutti mit ihrer Familienkarre Opel Safira sein. Das kann aber auch der Sohnemann mit seinem A3, Audi A3 oder BMW 3er, 1er etc. mal sich ausprobieren. Es ist auf jeden Fall sinnvoll. Aber wie gesagt, Leute, ich übernehme keine Haftung für irgendwas. Und vor allen Dingen, don't try this at home. Wenn du nicht willst, dass sich deine Karre irgendwo um einen Baum wickelt, weil du zu blöd bist, eine richtig zu fahren. So. Weil das kannst du nur, indem du dich rantastest. Ja. Das tun wir dazu. Also Leute, macht's gut, fahrt vorsichtig und vor allen Dingen nicht gegen irgendwelche Bäume. Weil auch wenn ihr jungen Leute das wahrscheinlich nicht hören wollt, Unfallursache Nummer 1 in unserem Alter ist und bleibt einfach überhöhte Geschwindigkeit bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit. Und auch wenn es nach einem Disco-Besuch vielleicht cool ist, mit 200 über die Landstraße zu brettern, hier hatte ich vorhin auch ein paar nette Begegnungen mit ein paar Rehen. Das heißt, selbst hier relativ in der Großstadt gibt es sie immer noch. Und auf dem Land sowieso. Also Rehe und Wild ist nochmal ein ganz eigenes Thema, wie man sich da auch verhalten sollte und so. Vielleicht mache ich darüber auch mal ein Video. Bis dahin, ciao.